Genau, herzlich willkommen. Unser Thema ist heute wissenschaftlich schreiben, 10 klassische Fehler und wie Sie sie vermeiden können. Die sollte eigentlich von meinen Kolleginnen Katja Selmigkeit aus dem Fachreferat und Johanna Hickmann ebenfalls aus dem Fachreferat gehalten werden. Die sind leider heute verhindert und wir haben stattdessen 2 andere Kolleginnen gewinnen können, nämlich Frau Deibel und Frau Engelke. Viel Spaß. Ja, auch von meiner Seite willkommen zu dieser Coffee Lecture. Ja, wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Ich habe ja damals in meinem Magisterstudium, das ist echt schon ganz schön lange her, eine Menge Hausarbeiten geschrieben. Und ich kann Ihnen sagen, das kann ein teuflisch kompliziertes Unterfangen sein. Aber wir haben Ihnen heute ein paar gute Tipps und Tricks mitgebracht, wie Sie sich das Leben ein bisschen einfacher machen können. Wir, das bin ich und meine Kollegin Frau Engelke. Hallo von mir auch. Und eigentlich, so teuflisch kompliziert ist das Ganze gar nicht, wenn man ein paar Grundsätze beachtet. Aber lassen wir uns einfach mal anfangen. Also man kann sich bei sowas ja wahnsinnig lange mit Zeitplänen aufhalten und alles minutiös durchstrukturieren. Dabei lässt sich so eine Hausarbeit gar nicht richtig planen. Ich meine, im echten Leben kommt immer irgendwas dazwischen und sei es das schöne Sommerwetter. Ich würde sagen, einfach anfangen, wenn Sie spüren, dass der Druck der herannahenden Deadline Ihnen so langsam Bauchschmerzen bereitet. Und dann im Notfall halt die Nächte durcharbeiten. Klar, kann man so machen. Aber man unterschätzt doch häufig, wie lange man für solche Schritte braucht und die nicht zum eigentlichen Schreiben gehören. Und dazu gehört halt die Literaturrecherche, das Lesen und eine Endkorrektur. Und ich bin tatsächlich immer gut damit gefahren, so einen ungefähren Plan mitzumachen und das am besten ausgehend von dem Abgabedatum oder dem Termin, den man hat. Und klar, es kommt immer was dazwischen, also ein bisschen Puffer muss man immer noch mal einbauen und es kann sich natürlich dann verschieben. Aber man sollte ungefähr wissen, wo man genau jetzt gerade ist. Naja, wie du meinst. In vielen Fächern muss man sich ja erstmal überhaupt darüber klar werden, worüber man seine Hausarbeit schreiben möchte. Eigentlich ist das ja auch das Schöne am Studium, dass es so viele Themen gibt und zu allen Themen schon so viel Literatur. Man kann das ja eh nicht alles lesen. Ich würde mir einfach ein großes Thema nehmen und dann eben nur über die Aspekte schreiben, die mich richtig interessieren. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann es da ja eh nicht geben, oder? Tatsächlich gibt es schon wirklich viel Literatur und viele Themen sind auch schon bearbeitet. Aber die Kunst ist tatsächlich so, irgendwie die Fragestellung wirklich so einzugrenzen, dass die handhabbar und in diesem Umfang der wissenschaftlichen Arbeit erschöpfend beantwortet werden kann. Und neben Informationen, die halt natürlich auch die Literatur von anderen, die man entnimmt, muss man halt aber auch einen eigenen Beitrag dazu machen. Da ist es natürlich so, zum Beispiel kann man Ansätze vergleichen, man kann einen neuen Untersuchungsgegenstand irgendwie übertragen. Naja, jedenfalls, diese Formulierung sollte halt einfach so zugespitzt sein, dass sie handhabbar ist. Wenn Sie dann endlich Ihr Thema haben, brauchen Sie natürlich auch Literatur dazu. Also, das klingt jetzt vielleicht banal, aber geben Sie es einfach mal bei Google ein. Das Internet weiß alles. Genug Literatur für so eine Hausarbeit finden Sie da auf jeden Fall. Und falls Sie bei Google dann über irgendeinen Buchstoß stolpern, dann holen Sie es sich aus einer Bibliothek Ihres Vertrauens und gut ist. Also Google kann man natürlich schon machen und bei Google findet man natürlich auch schon sehr viel, keine Frage. Aber das ist ja tatsächlich nicht das, was man möchte, sondern man möchte ja wissenschaftliche Literatur haben und die soll ja auch seriös sein. Zu so einer Fragestellung, da geht es immer auch darum, so den Informationsbedarf, den Sie haben für diese Arbeit festzustellen und dann die relevante Literatur zu finden. Also es geht nicht nur um Literatur, sondern die Relevanz. Ja, das kann man einfach runterbrechen in, okay, was brauchen Sie genau, welche Suchbegriffe haben Sie und wo suchen Sie eigentlich? Und da zum Beispiel halt in Bibliothekskatalogen oder in Datenbanken. Aber jetzt mal ehrlich, Frau Engelke, wer sich mit einem neuen Thema vertraut macht, der wird doch heutzutage als allererstes mal googeln, oder? Natürlich. Aber tatsächlich gibt es da einen besseren Tipp. Nehmen Sie doch Google Scholar. Da können Sie tatsächlich auch wissenschaftliche Literatur finden und nur wissenschaftliche Literatur. Und in diesem Zusammenhang, je nachdem, wo Sie dann einfach auch recherchieren, wählen Sie sich über VPN ein, da kommen Sie dann auf die Ressourcen gleich im Volltext und
Also sei es jetzt irgendwie im Primo, im Datenbank, in der Datenbank oder Google Scholar, und dann haben Sie gleich den Zugriff, und sofern wir natürlich die Lizenz erworben haben dafür. Also Frau Engelke, das wird ja ganz schön aufwendig, wenn man das so macht, wie Sie sagen. Ich bin ja eigentlich mehr für Keep it simple. Ein Tipp, den ich Ihnen allen auf jeden Fall geben kann: Fragen Sie nicht in einer Bibliothek nach. Das macht alles nur komplizierter und artet am Ende in Arbeit aus. Recherche macht Arbeit, aber wir wissen ja, je mehr Sie darüber wissen, wie Sie es machen, umso effizienter können Sie natürlich auch recherchieren. Und tatsächlich so die Bibliothek Ihres Vertrauens, da fahren Sie natürlich auch nochmal, wie es geht, wenn Sie das heute jetzt auch hier nicht mitnehmen. Und wir haben natürlich auch ein paar Grundlagen, die irgendwie auf der Homepage da sind. tu.berlin/ub, und dann kommen Sie natürlich schon auf die Bibliotheks-Homepage, und dann unter Lernen und Arbeiten sehen Sie jetzt hier viele Kurse und Lernangebote. Und zum Beispiel wollen Sie wissen, wie Recherchieren lernen geht, und da finden Sie natürlich Tutorials, die nächsten Kurse oder auch andere Selbstlernangebote. Also da findet man eigentlich schon relativ viel. Und auch wenn Sie jetzt sozusagen noch nicht das gefunden haben, was Sie jetzt benötigen, es gibt immer unsere Kolleginnen an den Informationstheken per Chat und per E-Mail oder telefonisch, können Sie jederzeit erreichen und fragen. Oder wenn es halt natürlich komplexer wird, können Sie auch so einen Beratungstermin buchen. Aber Frau Deibel, Sie haben natürlich schon ganz recht. Das Ganze ist natürlich Arbeit, aber es gehört halt auch dazu. Alles klar, dann hat man nun also über Google Scholar oder von mir aus auch mit Hilfe der Bibliothek in Batzen Literatur gefunden. Das kann ja dann eine ganze Menge sein. Eigentlich gar nicht zumutbar, das alles ernsthaft zu lesen. Ich würde mich darauf beschränken, die Abstracts zu lesen und einmal quer drüber zu lesen. Vielleicht zu Illustrationen für meine Arbeit ein paar schöne Zitate rauszusuchen und ansonsten selber denken. Also selber denken, ne? Da ist nichts gegen einzuwenden, und so ein Blick in einen Abstract und so einen Klappentext ist natürlich sinnvoll, um den Inhalt einzuschätzen, inwiefern das für das eigene Thema wichtig sein könnte. Aber dann tatsächlich sollte man einfach nochmal tiefer reingehen. Und sobald so ein passender Text ist, sollte man den sorgfältig lesen. Das bedeutet dann natürlich aber auch, sich Notizen machen, vielleicht ein Exzerpt anfertigen, Zitat wirklich rauskopieren und zentrale Begriffe, die man nicht kennt, also tatsächlich auch nachzuschlagen. Das wird ja immer schöner. Wie soll man denn das schaffen? Ich meine, das macht ja echt Arbeit. Und gilt so eine Hausarbeit nicht auch als besser, je länger dann am Ende das Literaturverzeichnis ist? Manche sagen ja sogar, ohne das Kapital von Marx ganz gelesen zu haben, braucht man gar nicht erst anfangen, eine Arbeit in Soziologie zu schreiben. Wie lange ist nochmal die Regelstudienzeit? Ach du meine Güte. Welches Teufelchen hat denn wirklich behauptet, dass ein langes Literaturverzeichnis wirklich das Wichtige ist? Es geht ja darum, dass man genug Literatur hat, um das entsprechend eingegrenzte Thema halt auch umfassend aus verschiedenen Perspektiven bearbeiten zu können. Also es geht darum, mehr als eine Meinung natürlich zu haben. Aber es kommt natürlich darauf an, dass Sie relevante Literatur haben. Und da komme ich ja wieder zurück auf das: Relevanz ist das eigentlich, was wichtig ist und wo Sie in Ihrem Text wirklich Bezug nehmen können. Okay, also die relevante Literatur liest man dann also, merkt sich möglichst alles, vielleicht macht man sich ein paar Notizen in ein Word-Dokument, und dann geht es aber auch mal los mit dem Schreiben, oder? Ja, kann man so machen, aber tatsächlich gibt es noch Hilfsmittel, wie zum Beispiel Literaturverwaltung. Nee, Frau Engelke, Sie kommen jetzt bitte nicht mit einem Zettelkasten, oder? Ja, naja, also im gewissen Sinne schon, aber es ist sozusagen so ein digitaler Zettelkasten. Es ist nämlich so eine gewisse Software zur Literaturverwaltung, wo Sie dann bibliografische Daten wie so ein Autor, Erscheinungsjahr, Titel tatsächlich komfortabel sammeln können. Und Sie müssen das nicht mal abtippen, sondern wenn Sie recherchieren und etwas gefunden haben, was für Sie also in Frage kommt, können Sie das in so ein Programm importieren und natürlich ergänzen um die Notizen, die Sie später machen, oder Zitate. Und am Ende tatsächlich spart Ihnen das sogar auch noch Arbeit beim Erstellen von einem Literaturverzeichnis oder auch beim Einfügen von Zitaten. Immerhin, wenn man dann mal so weit ist, dann ist der Braten schon so gut wie gegessen. Ein paar schöne Zitate hintereinander copy-pasten und dann
passende Textchen aus Ihrer Google-Suche mit reinnehmen, denn zu fast allem hat irgendjemand schon mal was geschrieben. Merkt kein Mensch. Dann ein, zwei gute Ideen, die Ihnen unter der Dusche gekommen sind. Et voilà, fertig ist die Hausarbeit und ab an den Badesee. Frau Deibel, lesen Sie eigentlich Nachrichten? Wieso? Was hat das denn jetzt? Oder warum fragen Sie mich das? Also in letzter Zeit gab es schon so einige Fälle, wo Politikerinnen der Doktortitel wieder aberkannt wurde und weil sie halt tatsächlich plagiiert haben. Und genau das ist das, was Sie eigentlich beschreiben. Also Copy-Paste ist da nicht so gut. Von daher, um so ein Plagiat zu vermeiden, müssen Sie schon sagen, was nicht von Ihnen stammt und das halt auch eindeutig kennzeichnen und die Quelle angeben. Aber da gibt es natürlich auch eine Coffee Lecture schon dazu und das können wir jetzt hier auch nicht in angemessenen Umfang behandeln. Gucken Sie mal in den Chat, da finden Sie den Link dazu. Wenn Sie dann schreiben, achten Sie darauf, dass Ihr Text bloß nicht zu banal daherkommt. Beeindrucken Sie Ihre Leserinnen durch gehobene Sprache und viele Fachtermini. Schließlich sind Sie hier an der Universität. Werfen Sie ruhig ein bisschen mit Begriffen, Konzepten, Namen um sich. Und machen Sie es Ihren Leserinnen nicht zu einfach, indem Sie zum Beispiel Begriffe definieren oder sowas. Je anspruchsvoller Ihr Text, desto besser kommen Sie rüber. Herr Deibel, wie Sie meinen, je schwerer ein Text ist, umso schlauer ist also der Autor oder die Autorin. Den Eindruck könnte man manchmal natürlich beim Lesen von solchen wissenschaftlichen Texten wirklich gewinnen. Aber dabei eigentlich kommt es doch wirklich auf Klarheit, auf Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit an. Und Fachbegriffe, Methoden, Konzepte, die muss man natürlich, auf die man sich bezieht, muss man einführen. Also man muss sie definieren. Und schließlich gibt es auch gerade so im geisteswissenschaftlichen Bereich auch oft verschiedene Definitionen von so einem Begriff. Und das wirkt sich natürlich auch auf Ihre Argumentationen aus. Und machen Sie wirklich, wirklich transparent, was Sie benutzen, wie Sie es benutzen und keep it simple, wie Sie es schon sagten, Frau Deibel. So eine maximale Verschwurbelung ist tatsächlich kein guter Text. Und bringen Sie wirklich einfach klar auf den Punkt, was Sie aussagen möchten. In meinem Jahrgang haben ja manche ihre Texte vor der Abgabe noch von Kommilitoninnen gegenlesen lassen. Ich habe das nie gemacht. Soll ich mir etwa von anderen Studis, die auch nicht schlauer sind als ich, sagen lassen, wie ich meine Arbeit schreiben soll? Nee. Und ist das überhaupt zulässig? Ich meine, das soll ja meine selbstständig verfasste wissenschaftliche Arbeit sein. Und mal ganz abgesehen davon, wäre jetzt rechtzeitig vor der Deadline fertig, um noch jemand anderen gegenlesen zu lassen? Frau Deibel, da sind wir natürlich wieder beim Punkt Zeitmanagement. Und man muss natürlich Zeit haben, vor der Abgabe noch gegenseitig sowas gegenlesen zu können. Aber tatsächlich ist das richtig legitim und auch wirklich empfehlenswert. Gerade durch diesen Austausch und durch so ein Feedback kann man eine Menge lernen und kann die Texte klarer formulieren. Fragen Sie auch ruhig bei Ihrem Betreuer nach, ob er einfach nochmal für Sie das ein oder andere Feedback hat oder den Tipp, wie Sie es besser machen können. Wenn ich so wissenschaftliche Arbeiten lese, dann kommen die sehr gleichförmig und irgendwie dröge daher. Immer diese klassische Gliederung Einleitung, Methodenteil, Hauptteil, Schluss und diese lästige Zitiererei. Also ehrlich, ich finde, diese ganzen Formalia sind total überbewertet. Seien Sie ruhig ein bisschen kreativ und finden Sie Ihren eigenen Stil. Aber so Formalia haben ihren Sinn und Zweck und Kreativität ist natürlich auch eine gute Sache, aber da findet man auch noch genug Platz in anderen Bereichen. Es ist einfach sehr wichtig, dass jemand, der Ihren Text liest, das wirklich nachvollziehen kann, die Argumentation verfolgen kann und auch überprüfen kann, wie Sie zu diesen Schlüssen kommen. Und innerhalb wirklich dieser Regeln haben Sie immer noch Platz für eigene Ideen, für Ihre Kreativität, denn Wissenschaft soll ja eigentlich auch Freude machen. Genau, und in diesem Sinne tatsächlich kommen wir zum Schluss und wünschen Ihnen eine fröhliche Wissenschaft und ein gutes Gelingen. Wir haben jetzt sehr viele Themen angerissen, wie Recherche, Zitieren, Literaturverwaltung und wie im Chat gepostet, gibt es dann natürlich viele Online-Tutorials oder Schnitte aus früheren Coffee-Lectures, die wir für Sie bereitgestellt haben.